Servus, der Marc vom Business Juwin ist hier und bei mir ist die liebe Helga für ein Couchkissen auf der linken Seite. Helix. Helix. Willst du wirklich ein Helix? Ja. Okay. Wenn man sieht, ob das wirklich will, bin ich gespannt. Vielleicht willst du es wirklich. Es gibt viele, die es wirklich wollen und noch nicht sagen. Welches bist du? Das. Nee. Falsch. Ich sage dazu Couch. Okay. Weil, wenn es von vorn nach hinten gestochen ist, ist es für mich ein Couchkissen. Und wenn ich es wirklich in die Helix-Falte steche, wie beim Anti-Helix da unten oder beim Helix da oben, ist es für mich ein Helix-Kissen. Das ist ja eine Streitfrage. Ja? Also das Conch ist für mich das untere, wo einfach von vorne nach hinten durchgeht. Das Helix ist das, was so für mich geht in die Helix-Falte, weil deswegen heißt das Anti-Helix ja auch Anti-Helix, weil es in der Helix-Falte ist, die dann nach oben weiter fortzieht. Aber letztlich ist das eine Wortklauberei. Und später beim Ring sieht es dann eben so aus, entweder so hängt er so dran oder er geht drum rum. Ja? Gut. Also, dann beim letzten Mal hast du was gemacht, sagst du? Die drei. Anti-Helix, Flat und den und sowieso. Wann war das? Wann war das gemacht? Was kann man? Schon lange her oder wann war das? Na, Anfang Herbst. Haben wir ein Video gemacht? Nein. Nicht? Schade. Und wie ist geheilt alles bis jetzt? Super geheilt. Super. Auch keine Schmerzen mehr. Schön. Und alles. Mal kurz zeigen, was sind die? Alles schön geworden. Ja, schön. Gut, dann wird es ja für dich, also wenn du es mit drei auf einen Streich geschafft hast, dann schaffst du es dann sicher auch mit einem. Ja, sollte kein Problem werden. Denke ich mir auch, dass das keine Frage ist. Haare färben, ich sehe da noch irgendwelche Reste, was immer das war, also bitte 6 Wochen nicht. Ja, eben. Sporthaare waschen, duschen darfst du ganz normal ab morgen. Und sonst gibt es eh nichts. So, du wirst ja schon später einen Ring auch tragen. Genau, ne? Ja. Also das Hebel ist Conscious, du machst es nichts anderes als ein Flat, nur mehr am Rand. Okay. So, ich finde es von der Stelle ehrlich gesagt ganz schön, ich zeige es aber wieder im Spiegel. Nicht genau gleich wie drüben sind, nicht von der Höhe nicht so ident, dass es ein bisschen abgegrenzt ist. Ja. Und dann hast du später den Leuten liegen, schön in die Falte drumherum. Genau, ja. Was denkst du? Passt perfekt. Schon. Passt? Ja. Machen wir so? Passt perfekt, danke. Ja. Gut. Dann lassen wir das so perfekt. So, dann wenn wir das stechen, dann machen wir den Schmuck rein und das war's schon wieder. Ja. Als quasi unkompliziert. Piercing-Profis, dritte Mal jetzt, das vierte Mal heute, glaube ich, solltest du das gut überstehen können. Schon, ja. Locker bleiben. Das war's schon so. War's schlimm? Nö. Dann haben wir das geschafft. Dann kommt der Schmuck hinein. Weil das im letzten Mal war es heute ein Spaziergang, oder? Wobei, ja. Waren die drei, das war überhaupt kein Problem. Es ging ziemlich schnell, unkompliziert. So soll es sein. So, von der Pflege her, wenn du jetzt im Herbst irgendwann da warst, die Pflegeprodukte halten ja 3 Monate ab Verwendung. Jetzt könntest du es natürlich noch nehmen. Kannst du aber, weiß ich, wenn du da warst, genau, ob es September war, jetzt ist ja schon fast Dezember, also dass du es nur vom Durchfällen ist, weil 3 Monate halten sie. Okay. Also, ob du nochmal neue brauchst oder nicht, musst du dir entscheiden oder überlegen. Also mein Spray habe ich aufgepackt. Dann nimmst du es nochmal mit. Dann Pflege nochmal Anleitung für alle, die das Video das erste Mal sehen. Erste Hände waschen, Hände desinfizieren. Dann nimmt man bitte Pontolin Spray, sprüht sich hier einfach 2 Sprüher aufs Ohr drauf, vorne, hinten. Nimmt eine Küchenrolle, reinigt sich das bitte vorne und hinten. Keine Wattestäbchen, kein Schluckpapier, weil sie befusseln. Dann nehmen wir das Gel, sprühen es vorne, hinten drauf, bewegen es vorne, zurück und das war's. Also wir drehen hier im Kreis, sondern wir schieben es vorne zurück. 3 Wochen 2 Mal am Tag und dann 3 Wochen 1 Mal. Das ist 6 Wochen eine Stunde. Danke dir. So, dann sind wir fertig. Ja. Wenn Fragen sind, ja. Jetzt? Nein? Nein. Alles gut? Alles super. Gut. Dann danke dir fürs Zuschauen. Das war die Helga. Tschüss, baba. Okay.